WP.NET News. Zusammenführung der beiden Prüferberufe für die Wirtschaft, WPs und VWPs. Das heutige WP Weekly schildert das bisherige Scheitern der Zusammenführung der beiden Prüferberufe für die Wirtschaft in der WPK und welche Gegner und Widerstände es gibt. Die Protagonisten heute, die WPK und ihr Präsident und das IDW und der Deutsche Buchprüferverband DBV. WP Weekly vom 22.07.2024. Zur Einführung begrüßt Sie heute wieder der Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwalt, Diplomkaufmann Holger Friebel. Holger Friebel ist auch der Sprecher des geschäftsführenden Vorstands des WP.NET-Verbands. Der Statusbericht stammt von unserer geschätzten Kollegin, der vereidigten Buchprüferin Elfriede Litzelbeck. Einführung von Holger Friebel. Zusammenführung der Prüferberufe weg vom Abstellgleis. Heute berichtet unsere Kollegin und das WP.NET-Mitglied Elfriede Litzelbeck über das Thema Zusammenführung der Prüferberufe. Sie beleuchtet vor allem die Hintergründe des bisherigen Scheiterns. Als vereidigte Buchprüferin und Beirätin bis 2022 war sie eng an den Entwicklungen dieses Fragenkomplexes beteiligt. So bietet sie uns interessante Einblicke in die Entwicklungen, beginnend mit der anfänglichen Begeisterung im Kammervorstand für das Projekt bis hin zur abrupten Abbremsung und nun dem absoluten Stillstand. Erfahren Sie dabei auch, wie sich der Deutsche Buchprüferverband DBV als Handlanger des IDW selbst entlarvte. Gerne lesen und hören Sie dazu Ihren Fachbeitrag. Ihr Holger Friebel und das Team von WP.NET. Beitrag von Elfriede Litzelbeck. Zusammenführung der Prüferberufe für die Wirtschaft. Auffallend still ist es geworden zum Themenkreis Zusammenführung der Prüferberufe in der WPK. Offiziell noch ein Programmpunkt des Kammerpräsidenten Dörschel, denn zuletzt hatte er diesen Jahr in seinem Bericht des Vorstands, also in seiner Regierungserklärung im Dezember 2023, noch kurz ausgeführt, Zitat, die Zusammenführung soll weiterverfolgt werden. Der Vorstand bleibt weiter untätig. Was aber hat Präsident Dörschel tatsächlich in dieser Frage unternommen? Nichts. Seit seinem Amtsantritt vor fast 2 Jahren. Und die Beiräte und Vorstandsmitglieder aus den Reihen des Deutschen Buchprüferverbands DBV haben zugesehen und ebenfalls nicht gehandelt. Bei näherer Betrachtung verwundert dies aber auch nicht. Die EU drängt schon lange auf eine Vereinheitlichung der Prüferberufe. WP.NET nahm sich dieser Sache an und stieß im August 2018 beim damaligen Mehrheitskoalitionär unter Präsident Ziegler auf offene Türen. Dieser Programmpunkt wurde in die Koalitionsvereinbarung 2018 aufgenommen. Das IDW ist gegen eine Gleichstellung. So regte sich kurz darauf bereits der Widerstand des IDW. Das einzige Argument war die Möglichkeit eines Vertrauensverlustes der Öffentlichkeit in den Prüferberuf. Denn, und jetzt wird es spannend, die Qualitätskontrolle umfasse nicht die ganze Arbeit in der Praxis der vereidigten Buchprüfer, sondern nur die gesetzliche Jahresabschlussprüfung. Wenn man bedenkt, dass der Berufsstand der VWPs bereits 2003 geschlossen wurde, dann stellt sich mir schon die Frage, warum sollten diese honorigen Personen dem Ansehen des Berufsstands schaden und dann auch noch außerhalb der Jahresabschlussprüfung. Dieses Argument kann heute so wie damals nur als vorgeschoben bewertet werden. Der damalige Präsident Herr Ziegler hatte dann in einem Alleingespräch im Wirtschaftsministerium erfahren, dass man in dieser, sprich der damaligen Legislaturperiode, keine Zeit für die gewünschte Änderung der Wirtschaftsprüferordnung WPO habe. Dabei hatte der Vorstand der Kammer bereits einen eigenen Gesetzesvorschlag samt Änderungsgesetz zur Umsetzung entwickelt. Für welche Arbeit das Ministerium damals keine Zeit hatte, wurde nicht erklärt. Dabei war WP.NET den Gegnern in diesem Vorschlag schon sehr weit entgegengekommen und hatte den eigenen Standpunkt auf eine bloße Gleichstellung in der Berufsbezeichnung reduziert.
VBPs können und sollten auch große Gesellschaften prüfen. Ein vereidigter Buchprüfer ist aufgrund seiner mindestens 20-jährigen Berufserfahrung mit Sicherheit auch in der Lage, eine große Gesellschaft zu prüfen. Durch eine solche Prüfung kann er zudem nicht mehr die Erleichterungen bei der Qualitätssicherung für kleine Praxen in Anspruch nehmen. Dies gibt zusätzliche Sicherheit und entzieht den vorgeblichen Bedenken den Boden. Der heutige WPK-Präsident Dörschel lehnt die Zusammenführung der Prüferberufe ab. Auch der aktuelle Kammerpräsident Herr Dörschel hat wiederum in einem Alleingespräch erfahren, dass das Wirtschaftsministerium nunmehr die Zusammenführung ablehne. Gründe hat er keine genannt. Vermutlich musste er das Thema aus Wahlkampfgründen in seine Agenda aufnehmen, auch wenn er es eigentlich gar nicht verfolgen will. Der Beirat könnte zumindest, soweit sein Arm reicht, tätig werden. Die Entfernung der diskriminierenden Vorgabe im § 7 Absatz 3 der Kammersatzung, die da lautet, der Vorsitzende des Beirats müsse ein Wirtschaftsprüfer sein. Das wäre ein Zeichen in die richtige Richtung. Ändern würde sich durch diese Streichung freilich nichts, da die deklaratorische Vorgabe lediglich den § 59 Absatz 2 Seite 5 der Wirtschaftsprüferordnung WPO wiederholt. Die Großpraxen sind aus meiner Sicht der wahre Grund für diese Ablehnung. Ein wahrhaftiger Grund für die Ablehnung einer Zusammenführung wurde nie bekannt gegeben. Aber die damaligen Äußerungen lassen den Schluss zu, dass die Gleichsetzung von Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern Verwerfungen in den Hierarchie-, Entgelt- und Altersvorsorgestrukturen der wenigen Großpraxen zur Folge haben könnte. Die zahlreichen Befürworter wurden enttäuscht. Der Deutsche Buchprüferverband, ein getreuer Vasall des EDW. Der DBV hat durch sein Verhalten im Beirat gezeigt, dass er keine Vertretung der Interessen der vereidigten Buchprüfer ist. Er ist schlicht nur der berufspolitische Arm des EDW in den anderen Berufsstand hinein. Dies ist auch unschwer an der Verbandsadresse in Düsseldorf zu erkennen. Ja, der Verband hat noch nicht einmal einen eigenen Telefonanschluss, sondern er nutzt die Telefondurchwahlen des EDW. Bei den Abstimmungen im Beirat der WPK ist er immer, so wie das EDW ja auch, auf der Seite der Großpraxen zu finden. Der WPNet-Verband unterstützt eine uneingeschränkte Zusammenführung der beiden Prüferberufe. WPNet ist der einzige Verband, der ernsthaft und gegenwärtig um den europäischen Auftrag der Zusammenführung der Prüferberufe bemüht ist. Und dies nicht nur der Bezeichnung nach, sondern auch inhaltlich. Wir würden alle davon profitieren, mit vielleicht 4 Ausnahmen. Ihre Elfriede Litzelbeck und das Team von WPNet. Das WPNet-Team bedankt sich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auf den üblichen Podcast-Plattformen wie Spotify und Co. und auf unserer Website wp-net.com unter Aktuelles Podcasts anhören und ebenfalls als Newsletter Aktuelles einsehen. Dort finden Sie die Newsletter und das von vielen geschätzte WP Weekly. Wenn Sie YouTube bevorzugen, finden Sie den Beitrag als Videocast im YouTube WPNet-Kanal über die Browseradresse youtube.com/@wp-verband in Kleinbuchstaben. Hier können Sie den Kanal abonnieren und uns auch gerne einen Daumen hoch hinterlassen. Ihr Sprecher war Markus Wolfram von Make & Go Studios in Altea. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. WPNet, Ihr Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung.